Willkommen zu einem neuen Video. Danke, dass du eingeschaltet hast. Im heutigen Video geht es um den besten Fußballer auf jedem Kontinent der Erde. Auf unserer Erde haben wir, ja, kommt drauf an, was sie als Kontinent bezeichnet, offiziell 7 Kontinente. Die wären Nordamerika, Südamerika, Afrika, Europa, Asien, Ozeanien und die Antarktis nicht zu vergessen. Labern wir nicht weiter hin und her. Wichtige Information, es geht nach aktueller Form. Also heutiges Videothema, der beste Spieler von jedem Kontinent auf unserer Erde. Wir beginnen mit Asien und dort haben wir eine Reihe von guten asiatischen Fußballer. Shinji Kagawa, Aaron Moy, Hasebe und die maledivische Fußballlegende Ali Ashfaq. Aber keiner von denen ist besser und herausragender als der südkoreanische Tottenham-Star Heung-Min Son. Heung-Min Son ist ein intelligenter, schneller und technisch begabter Fußballer. Son spielt seit 2015 bei den englischen Erstligist Tottenham Hotspur. Hier konnte sich der Südkoreaner als Zuarbeiter für den Mittelstürmer Harry Kane rasch einen Stammplatz erarbeiten und spielte mit den Londonern regelmäßig im Europapokal. In der UEFA Champions League Saison 2018-19 kam Son mit Tottenham bis ins Endspiel, verlor dort jedoch gegen den Ligarivalen FC Liverpool. Heung-Min Son wurde 6-mal zum besten Spieler Südkoreas gewählt und wurde auch 2-mal zum besten Tottenham-Spieler der Saison gekürt. Das letzte Mal 2020. Kommen wir jetzt mal nach Afrika. Da war es ein bisschen schwierig, da gibt es viel Auswahl. Mohamed Salah kann man sagen, Riyad Mahrez, Koulibaly, Aubameyang oder was es noch gibt. Ich habe mich hier für Sadio Mané entschieden. Sadio Mané, der spielt seit 2016 für den FC Liverpool, kam 2018, 2019 ins Finale der UEFA Champions League und gewann das auch mit 2:0 gegen Tottenham Hotspur. Sonst gewann er noch mit Tottenham einmal die englische Meisterschaft, einmal den Weltpokal und einmal den UEFA Supercup. Sonst qualifizierte er sich noch mit Senegal für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland 2018 und als Kapitän erreichte er 2019 im Afrika Cup das Endspiel, verlor dies aber leider gegen Algerien. Kommen wir zum nächsten Kontinent, Europa. Europa, da habe ich einfach nach aktueller Form gesagt, da habe ich Robert Lewandowski genommen. Viele werden jetzt sagen, hä? Zu dumm, das ist doch Cristiano Ronaldo. Ja, wenn wir jetzt von of all time reden, der beste lebende und aktiv spielende europäische Fußballer, dann ist es klar Cristiano Ronaldo. Aber wir reden gerade von aktuellen Leistungen nach aktuellen, aktuellen Form. Also meiner Meinung nach, aktuell der beste Fußballer Europas ist klar, Robert Lewandowski gewann mit Bayern München dieses Jahr die UEFA Champions League oder letzte Saison, sorry, und den UEFA Supercup, schoss sehr, sehr viele Tore und gewann auch zu Recht den FIFA Player des Jahres Titel oder wie der Kack nochmal heißt. So, der nächste Kontinent ist ein bisschen kleiner, ein bisschen unbekannter, Ozeanien. Da habe ich einfach Chris Wood von Barnley. Ich kenne mich nicht mit diesen Spielern aus, mit diesen Spieler aus, sorry. Aber in FIFA hatte er eine der höchsten Gesamtstärken. Also habe ich ihn einfach jetzt mal genommen. Neuseeländischer Nationalspieler. So, dann zum nächsten Kontinent. Südamerika. Ja, könnte schwierig sein. Viele sagen auch aktuell ist Neymar besser. Aber ich habe hier gesagt, Lionel Messi. Meiner Meinung nach ist Messi der beste Fußballer aus Südamerika. Meiner Meinung auch aus der Welt. Von der Welt. Ihr wisst, was ich meine. Mein Deutsch. Beste. Ja. Also Südamerika gehe ich da mit Lionel Messi. Nordamerika, da gehe ich mit Alphonso Davies. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Aktuell sehr, sehr stark. Der Kanadier hat mich warum sage ich mal dieses Jahr? Letzte Saison sehr überrascht. Vorher kannte ihn keine Sau und dann kam er plötzlich und ja, nimmt Semedo seine Ehre. Also hier gehe ich mit Alphonso Davies. Dann der letzte Kontinent, Antarktis. Ja, da gibt es keinen Spieler, bestimmt spielt da irgend so ein Pinguin-Fußball. Keine Ahnung, kenne ich
keinen, vielleicht existiert da irgendeiner, aber ich glaube nicht, dass da einer gibt. Ja, das waren meine Auswahl. Wie ist eure Meinung? Was ist eure Meinung? Der beste Fußballer aus jedem Kontinent? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich habe das Video ein bisschen ohne Skript gemacht, nur ein paar Stichpunkte. Es kann sein, dass ich mich ein bisschen verhaspelt habe. Ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.